Mit dem obligatorischen roten Startknopf setzten Rhein-Main-Vorstand Michael Klausecker und Bürgermeister Günther Kahrenjung die neue Solaranlage bei der Rheinbahn in Gang. Die Anlage mit 3.700 Quadratmetern Fläche wurde auf der Busabstellhalle auf dem Betriebshof in Lierenfeld installiert und liefert Strom für Maschinen und Beleuchtung. Also diese Solaranlage ist ein ganz wichtiger Baustein für die Nachhaltigkeit der Rheinbahn an sich. Wir sind ja, wenn Sie so wollen, Unternehmer in Sachen Nachhaltigkeit. Wir transportieren die Menschen durch die Stadt, überwiegend elektrisch mit unseren Stadtbahnen und Straßenbahnen. Viele natürlich auch mit dem Bus, aber eben auch da kollektiv zusammen und nicht jeden Einzelnen für sich. Und mit dieser Anlage erzeugen wir unseren eigenen Strom hier für den Betriebshof in Lierenfeld und nutzen ihn auch selber. Und zwar so viel Strom, dass umgerechnet 200 Haushalte komplett damit versorgt werden könnten. So spart die Rheinbahn über 300 Tonnen CO2 ein, verbessert ihre Umweltbilanz und ist zugleich Vorbild in Sachen Klimaschutz. Es ist ganz wichtig, dass die Rheinbahn das tut. Die Stadt hat sich ja vorgenommen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Und ganz wichtig ist es dann, dass dann auch städtische Institutionen oder eben Tochtergesellschaften der Stadt vorangehen, Vorbild sind und zeigen, wie es gehen kann. Sowohl für die Umwelt als auch finanziell wird sich diese Anlage bezahlt machen, egal wie das Wetter wird.